Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet. Und Sie haben mein Interview an der Frankfurter Börse gesehen, denn da habe ich ganz wichtige Informationen für Anleger preisgegeben. Letzte Woche, schauen Sie sich unbedingt das Video an. Ganz, ganz wichtige Informationen über den Markt und die Veränderungen, die gerade am Kapitalmarkt stattfinden. Aber darum soll es hier heute nicht gehen. Heute machen wir eine technische Analyse des Aktienmarkts. Und technisch heißt nicht nur, dass wir uns die Charts anschauen, sondern auch, dass wir uns die Markttiefe und die Marktbreite ganz genau betrachten, analysieren, um zu sehen, fängt die Jahresendrallye jetzt schon an oder müssen wir noch ein bisschen warten? Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst mal den Stoxx Global 1800 in Euro an. Das sind die 1800 größten Aktiengesellschaften nach Marktkapitalisierung gewichtet an. Das ist die schwarze Kurve und wir sehen, dass es jetzt Year to Day, das heißt vom 01.01.24 bis heute. Und wir sehen hier einen schönen Aufwärtstrend mit Rücksetzern im August, jetzt September auch nochmal. Und jetzt ein schönes bergauf nach dem letzten Rücksetzer. Die Frage ist natürlich, kommen noch mehr Rücksetzer oder nicht? Oder ist das jetzt schon die Jahresendrallye? Sieht nämlich fast so aus. Das wollen wir uns aber genau angucken. Ganz, ganz wichtige Linie ist immer der Jahresstart. Das ist die Linie hier unten, Year to Day. Und der Stoxx Global 1800 hat 20% plus gemacht, ist auf einem Allzeithoch. Das heißt, alle Anleger sind im Plus. Und was viel wichtiger ist, die großen Vermögensverwalter, die Fondsmanager, die Aktien und Anleihen mischen können, sind im Plus und haben einen großen Risikopuffer, bevor hier die Portfolien der Anleger ins Negative drehen. Denn das wollen die Vermögensverwalter nicht. Sie wollen jetzt am 30. bzw. am 31.12. eine Nachricht rausgeben. Alles gut gelaufen, ihr Vermögen ist mehr geworden. Und wenn der Puffer groß ist, dann sind auch die großen Vermögensverwalter eher geneigt, Risiken einzugehen. Das ist jetzt der Fall. Deswegen kann sein, dass kein Rücksetzer mehr kommt. Das ist das erste Zeichen, das ganz gut ist. Das zweite Zeichen ist der Abstand zur 200-Tage-Linie. Der ist groß und gesund. 8,7% nach oben. Da ist noch Luft. Das kann 10-15% noch oben drauf kommen zur 200-Tage-Linie, bevor die ersten Anleger nervös werden. Also von hier gesehen keine Risiken. Dann sehen wir uns die Volatilität als Risikomaß an, als Teil der technischen Analyse. Auf einem niedrigen Niveau sieht auch gut aus. Das Einzige, was ich hier bedenklicher finde, ist der relative Stärkeindex. Er ist hier über der roten Linie und rot heißt, dass der Markt übergekauft ist. Insofern, das wäre wieder ein Zeichen, dass es doch noch einen kleinen Rücksetzer geben kann, weil alle Anleger sind im Plus, alle Anleger sind investiert oder sehr viele sind investiert. Wo soll das neue Geld herkommen? Vielleicht will der ein oder andere dann doch mal Gewinne mitnehmen und aufs Jahresende sichern. Insofern, ja, ich bin aber der Meinung, wenn es so sein kann, dann eher ein kleiner Rücksetzer, kein großer. Also die technische Analyse hier von dem globalen Aktienmarkt ist durchaus positiv und ist gut vorstellbar, dass tatsächlich die Jahresendrallye jetzt durchrauscht bis Ende Dezember. Dann schauen wir uns das Ganze natürlich am wichtigsten Index überhaupt an, S&P 500 an. Hier haben wir ein Year-to-Date 27% plus. Allerdings Achtung, das ist in Dollar. In Euro haben wir auch 27,4. Der Unterschied ist nicht wahnsinnig groß jetzt in diesem Jahr. Also auch wieder Year to Date, also seit 01.01.24 bis heute. Riesenabstand zum Jahresanfang. Das heißt, auch hier sind die Fondsmanager ganz, sage ich mal, entspannt. Sollte es einen Rücksetzer geben, wird hier keine Verkaufswelle einsetzen, weil eben, ja, wenn der S&P 500 am Ende des Jahres auf 20% plus steht auch gut, ja. Also deswegen muss man nicht gleich nervös werden. Insofern sind da alle recht entspannt und sehr positiv. Natürlich auch der Zinswende geschuldet.
Und der Abstand zur 200-Tage-Linie, 10%, ist so ordentlich. Das ist schon wieder eher ein Zeichen. 10, wenn es auf 15 hochgeht, dann werden schon die ersten Anleger nervös und sagen, ich nehme mal die Gewinne mit. Auch das kann hier passieren beim S&P 500. Wir schauen uns jetzt einen ganz wichtigen Vergleich an, nämlich der S&P 500, der ja auch nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, und der S&P 500 Equal Weighted, wo jeder der 500 Aktien gleichgewichtet ist. Das ist ein spannender Vergleich, und wenn wir das sehen auf ein Jahr, dann sehen wir, dass der S&P 500 33% plus hat, während der gleichgewichtete Index, also der breite Markt in den USA, hat 26% plus, ist also gut gestiegen auch, aber der Marktkapitalisierungsgewichtete ist um 33% gestiegen, das sind 7% mehr. Das heißt, dass nicht der ganze breite Markt so gut steigt wie die großen Unternehmen im S&P 500. Aber der Unterschied ist nicht groß, und was jetzt interessant ist, wie verändert sich das? Seit der Zinswende sehen wir, also der neuen Zinswende zu fallenden Zinsen, steigt der Equal Weighted, ja, jetzt in dem Monat nicht so, aber auf 3 Monate sehe ich es, wenn ich jetzt den September, also die Zinswende einstelle, dann sehe ich, dass hier der Gleichgewichtete gleich läuft. Eigentlich sollte der jetzt stärker laufen. Also ähnlicher Verlauf der breite Markt zum S&P 500. Erst wenn ich hier so auf, ja, wie viele Monate sind es? Ja, die 3 Monate sind, da war er stärker, aber jetzt in kürzer Zeit nach der Zinswende ist er nicht stark. Und das ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen. Also eigentlich müsste der, wenn die Zinswende kommt, die Zinsen werden niedriger, dann sollte auch der Gesamtmarkt besser steigen als der gewichtete Markt, also die großen Unternehmen. Das ist nicht der Fall. Bei 3 Monaten ist es so. Das hängt wahrscheinlich hier am Anfang. Kaum ziehen wir ein bisschen zusammen, dann laufen die eigentlich gleich stark. Ja. Und ab September gleich stark. Das ist jetzt wiederum nicht so das super gute Zeichen. Schauen wir uns noch Europa an. Europa, das ist die blaue Kurve, der Stoxx Europe 600 mit 3,2% über der 200-Tage-Linie. Wir sehen, dass Europa gerade am Anfang vom Jahr besser gelaufen ist als USA, aber seit Mai eigentlich eine Seitwärtsbewegung hat. Ja, seit Mai 24 haben wir das Top gerade jetzt in den letzten Wochen mal kurzzeitig überschritten, aber wir haben jetzt, kommen wir bald wieder in die Allzeithochs, aber wir haben keine Allzeithoch mehr. Das war jetzt im September. Nach der Zinswende ist natürlich Europa gut abgegangen. Also Europa hat noch viel Aufholpotenzial im Vergleich zu USA. Relative Stärke ist auch ganz gut. Und was wir hier sehen, ebenfalls der gleichgewichtete Index ist schlechter als der Value-gewichtet, also nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, nicht der komplette breite Markt steigt so gut. Jetzt schauen wir mal in Europa, da sieht es anders aus, wenn ich hier jetzt die Zinswende einstelle, also Oktober, September, was haben wir hier? 13., da war es noch nicht, 20. Läuft auch fast gleich. Also eigentlich sollte das, man sieht hier einen kleinen Schub, war hier kurz nach der Senkung der FED, kommt hier ein bisschen mehr Schwung rein, aber gleich wieder weg. Also auch hier gleichgewichtete und marktkapitalisierungsgewichtete laufen gleich. Das ist nicht so das Zeichen, was Börsianer sehen wollen. Sie wollen eigentlich sehen, dass im Aufwärtsschwung die Kleinaktiengesellschaften besser laufen. In Deutschland ist es der Fall. Wenn Sie das letzte Video angucken, da habe ich das, glaube ich, das vorletzte genau angeguckt. Schauen wir uns nochmal die Marktbreite und die Markttiefe deswegen etwas genauer an. Und zwar am Angst und Gier Index, da sehen wir hier Stock Price Strength, das heißt, wie viele Aktien steigen. Dann sehen wir hier, dass das schön zugenommen hat. Die Zinswende hat hier noch einen kleinen Schub gegeben, aber das ist jetzt auf hohem Niveau gleich geblieben und fällt jetzt langsam eher. Das heißt, die Anzahl der Aktien, die steigen, werden immer weniger. Schlechtes Zeichen. Das heißt,
das könnte doch auch einen Rücksetzer geben. Und auch was die Volumen angeht, wie viel Volumen fließen in die Richtung des Marktes. Das heißt, steigende Kurse, steigende Volumina, dann ist der Markt in Ordnung. Auch das schwächelt hier seit Anfang Oktober. Das heißt, wir müssen doch damit rechnen, dass der Oktober noch ein bisschen Schwäche gegen Ende zeigt. Das heißt, die Kurse etwas rückläufig sind, bevor die Jahresendrallye startet. Schauen Sie sich das Video an, das ich gemacht habe zur Saisonalität. Da arbeite ich das sehr schön raus, was im Oktober zu erwarten ist. Und ich denke, anhand dieser Zeichen, was die Markttiefe und die Breite angeht, müssen wir schon damit rechnen, dass wir vielleicht noch einen Rücksetzer geben bekommen, bevor die Jahresendrallye startet. Aber ich glaube, dass wir noch eine gute Jahresendrallye bekommen, entweder nach Halloween oder vielleicht sogar erst nach der US-Wahl. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie bitte den Kanal, ganz wichtig, denn nächste Woche machen wir dann wieder eine neue Analyse und dann geht es Richtung Fundamentaldatenanalyse. Ganz wichtig, ist jetzt interessant, jetzt kommen die neuen Berichte raus, wie ändern sich die Kurse im Vergleich zu den Gewinnen. Alles Gute, bis bald, Ihr Thomas Hupp.